Hallo meine Lieben, heute haben wir Tag 16 und das heißt für uns 90 Squats. Und wer hätte von euch gedacht, dass ihr am ersten Tag nach den 30 Squats bereits so viele Squats machen könnt? Über das Dreifache und dann auch noch mit einer Variante. Ja, super. Ich würde sagen, wir machen uns direkt bereit und gehen in unsere Startposition, unsere Ausgangsposition. Das Gesäß geht nach hinten unten. Der Bauch ist immer fest, der Kopf ist immer in Verlängerung der Wirbelsäule und wir nehmen die Arme nach vorne. Und nach 50 Squats gibt es wieder eine Variante und eine kurze Pause natürlich vorher. Dann geht's jetzt los. Und come on, 50 Stück. Ich zähle wie immer 5 mal 10. Los geht's. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Noch 4. Und 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, noch 3, komm, 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1, nochmal, 10, come on, 9, 8, 7, lächeln, 6, noch 5, beiß dich durch, noch 4, 3, 2, 1, die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und Pause. 60 Sekunden ab jetzt. So, die Zeit läuft. Ich erkläre euch die Variante. Wir haben sowas Ähnliches schon mal gemacht. Und zwar beginnen wir mit 10 kleinen von oben. Dabei spannt ihr den Bauch wirklich fester an. Ich möchte euch richtig hier fest stabil haben im Muskelkorsett des Bauches. Und danach folgen 10 kleinen von unten. Aber von unten heißt wirklich von unten hier 10, 9, 8 und so weiter. Und das Ganze gleich 40 Mal. Das heißt 10, 2 mal 10 von oben und 2 mal 10 von unten. Lockert euch nochmal ein bisschen aus. Atmet kräftig ein und aus. Befüllt den Körper nochmal mit Sauerstoff. Und dann geht es gleich direkt weiter. Ihr seid mittlerweile richtig stark. Und ihr merkt auch, wenn ihr die Treppen hochgeht, vielleicht tun noch ein bisschen die Oberschenkel weh, aber ihr seid stärker geworden, super. Und denkt daran, die Muskeln wachsen dadurch ein wenig und verdrängen das drumherum liegende Fett. Das heißt auch, Zellulite wird dadurch geglättet, verdrängt, ihr baut Muskeln auf. Und wer Muskeln aufbaut, der verdrängt das Fett. Was Besseres gibt es gar nicht. Ich würde sagen, wir gehen direkt in unsere Ausgangsposition etwas weiter als schulterbreit. Der Bauchnabel zieht ganz fest zur Wirbelsäule und wir beginnen mit 10 kleinen von unten. Come on. Und tief. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Unten halten. Und jetzt wieder von oben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und kurz halten. Und wir gehen wieder tief. Nochmal. Und 10. Genieße es. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wieder von oben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir halten, halten für 3, 2, 1 und lösen. Super. Morgen ist Tag 17 mit 80 Squats. Wunderbar. Ich sage, liken, abonnieren, lasst mir ein kleines Abo da. Ich freue mich. Tschüss und bye bye.